Hallo, servus. Hallo, wie geht's? Gut, gut. Ja? Ich bin ziemlich aufgeregt. Aufgeregt? Ja. Macht sich denn. Ich hab alle Kämpfe gesehen, ich habe auch das Interview mit Krone Sport gesehen. Ja. Schöne Grüße an Darko. Wo ist er? Der, der. Er muss nicht übergewichen. 1,5 Kilo zu viel, er muss wegschwitzen. Er hat 1 Kilo weggeschwitzt. Hamid? 1 Kilo, ha? 1 Kilo weggeschwitzt. Zu viel. Der Rest hat das Gewicht. Das riecht wie auf der Schulernwoche, wenn du das auspackst. Des Todes. Niemand lasst mich rein, oder was soll ich machen? Ich würde dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Auf jeden Fall, sogar schon weiße Stift haben wir. Wohin? Ja? Für den besten Trainingspartner. Danke, Alex, danke. Bist du okay? Ja, bitte. Trainierst du auch? Ja? Ist Alex dein Vorbild? Ja, Alex ist mein Vorbild. Ja. Sein guter Freund kommt Darko. Echt? Ja. Wirklich? Ja, war mit ihm in der Schule. Aus der Schule, oder was? In der Klasse, ja, voll. Wie war der Darko in der Schule? Ich rede mal über was anderes. Okay. Nein, aber ich lade. Super. Also? Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ja, schön. Weiter, weiter. Jawohl. Jawohl. Sehr gut, weiter, weiter. Cool. Was ist irgendein Lieblingskämpfer in deiner Gewichtsklasse? Was sagst du? Kondo. Okay, warum nicht? Warum er ist nicht? Der Beste. Er kommt wieder mal zurück, gell? Und dann er kommt jetzt am 28. Oktober ist seine Sperre. Ah, genial, oder? Ja. Für dich gibt's kein Autogramm. Er hat mich noch nicht gesehen, Herr. Wo sitzt er? Da vorne rechts, ja, oder gerade? Wo ist gerade? Komm. Sagen wir mal so, wenn der Conor McGregor ihn nicht in der ersten Runde umhaut oder Anfang der zweiten, ist dann vorbei für Conor. Also da hat er Chance. Wie konditionell meinst du? Auch, und er wird den Druck nicht standhalten. Meiner Meinung, den Druck vom Khabib nicht standhalten. Das ist es. Er kann den Khabib im Stand-up natürlich, wenn der Khabib vorkommt, kann ein Khabib hat Löcher, das weiß jeder. Und wenn er die ausnutzt, ist es vorbei. Okay. Mal schauen. Irgendwas, das ist Zeitgewinn. 10, 15 Sekunden ist 10, 15 Sekunden. Wenn du nur so stehst, dann schiebt dich der Pfeif sofort. Manchmal 10 Sekunden. Du suchst sogar da fremde Taschen. Warum schaut er? Schaut er? Erste Runde vorbei. Erste Runde vorbei. War ein bisschen jüngerer, aber viel Kraft gehabt. Ich glaube, er war ein bisschen nervös, deswegen. Aber gewonnen. Was soll ich machen? Ich muss mein Bestes geben. Also alle haben gewonnen. Und nach Schulter oder fast nuller Putz, außer einer hat einen Punkt gegeben. Eigentlich sind wir schon fast durch. Also richtig gutes Ergebnis.
Bist du nervös, jetzt ein Autogramm zu holen? Irgendwie schon. Jetzt gibst du mir auch ein Autogramm, Alter. Ich geh schon kommen. Und ein Soletti da. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Für Darko? Ich bin urnervös. Für Darko von Rakic. Papa Darko musst du schreiben. Ist okay, wie du schreibst. Aber ich bin ein Herz auch drauf, Alter. Mach mal. Wie geht's dir? Ich glaube, dieses Autogramm ist mit viel Liebe. Ich spüre das schon. Es wird einmal $1000 wert sein. Oder mehr, oder mehr. Doli war hier und er wartet nicht auf mich. Schau, jetzt werde ich den Doli schreiben, Alter. Ich schreibe jetzt den Doli, warum er nicht auf mich gewartet hat. Er weiß, Alter. Doli, mein Brudi, ich dachte, du wartest hier auf mich und lass dich dabei nur von Markus ein bisschen filmen. Du bist nur auf Fame aus, ich weiß es, nur Fame. And it's very good to see guys from European countries like Austria or small countries, not like England or Russia, to be in UFC, because for them it's more difficult to get to the UFC. It's not easy like for Americans, for example. Yes, so it's good to see guys from Austria. Thank you, I appreciate it. Thank you very much and thank you for coming here. Erst ich und der Doli haben zusammen im ersten Semester, ich glaube, sind wir 150 Mal zu spät gekommen. Ja, er sogar ein bisschen öfters als ich und er musste dann jeden Tag um 7 in der Früh sich beim Direktor melden. Er hat immer auf mich gewartet. Der ist von Bratislava gekommen, nur für die Autogrammstunde, was ich Hammer finde. Die erste Runde war Freistil und jetzt ist griechisch-römisch. Jetzt ist die Pause, jetzt tun wir noch aufwärmen. Ist eh wie alle aufwärmen. Alle motiviert, glauben schon, ihre erste Runde. Freistil gewonnen, machen wir schon. Aber ja. Everybody's on steroids. The whole West Union. Everybody. Yeah.